Wir starten unsere Reise an unserem Dauercampingplatz in Laubach. Zunächst fahren wir in den Schwarzwald. In St. Peter ist der Campingplatz, wo wir hinwollen. Nach ein paar Ausflügen fahren wir zu unserem nächsten Etappenziel, dem Schurrenhof bei Göppingen. Hier wollen wir die Märklingtage besuchen. Der Urlaub ist schon wieder vorbei und es geht zurück nach Laubach. Nach gut 360 Kilometer Fahrt sind wir gestern hier auf dem Campingplatz Steingruber Hof angekommen. Der Campingplatz befindet sich auf einem Bergrücken am Ortsrand des Luftkurortes St. Peter im Schwarzwald. Der Platz liegt in 760 Metern Höhe auf terrassiertem Wiesengelände und hat ca. 160 Stellplätze, wovon 70% Dauercamper sind. Nun ja, das Wetter könnte besser sein. Wir erkunden die Gegend trotzdem. Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen. Bei dem Wetter haben wir keine Ambition, hier länger zu verweilen und fahren weiter. Na also, das Wetter hält sich etwas auf und der Regen hat aufgehört. Der Schauinsland ist der 1284 Meter hohe Hausberg von Freiburg. Er liegt rund 10 Kilometer südöstlich der Freiburger Stadtmitte. Von der Talstation Horben aus ist der Schauinsland mit Deutschlands längster Kabinenumlaufseilbahn zu erreichen. Die Schauinslandbahn überwindet dabei auf einer Länge von 3600 Metern einen Höhenunterschied von 746 Metern. Sie wurde 1930 als erste Personenseilbahn der Welt nach dem Umlaufprinzip in Betrieb genommen. Die 37 schaffnerlosen Kabinen können bis zu 700 Menschen pro Stunde transportieren. Pro Jahr sind es etwa 240.000 Fahrgäste. Eine Fahrt dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Der Schauinslandturm ist 31 Meter hoch. Der Aussichtsturm zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Form aus. Zwischen den drei Douglasienstämmen führt ein stählerner Treppenaufgang mit 85 Stufen auf die 22 Meter hoch gelegene dreieckige Plattform. Von hier hat man einen umfassenden Rundblick in die südliche Oberrheinebene,
bei guter Wetterlage auf die Vogesen, über den Hochschwarzwald mit östlichem Feldberg und bei klarer Sicht bis in die Schweizer Alpen. Genug der Erkundung. Zurück zum Wohnwagen. Stimmt ja, wir sind auf dem Land. Da gibt es noch andere Rindviecher als Verkehrsteilnehmer. Das Wetter meint es heute gut mit uns. So machen wir uns zum nächsten Ausflug auf. Mit der Kurkarte dürfen wir kostenlos mit Bus und Bahn bis Freiburg fahren. Das nehmen wir gern in Anspruch. Eine Stunde nach Abfahrt sind wir da. Freiburg im Breisgau ist eine kreisfreie Großstadt mit rund 222.000 Einwohnern. Wir nehmen Kurs in Richtung Altstadt. Hier im Bild das neue Rathaus. Wir schlendern mal ums Münster mit seinem 116 Meter hohen Turm.
Das historische Kaufhaus von 1532 steht auf der Südseite des Münsterplatzes, die es mit seiner roten Fassade beherrscht. Schon sind wir wieder am Bahnhof und es geht zurück. Auf dem Rückweg zum Campingplatz schauen wir noch mal kurz in den Ort. St. Peter hat sich um das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster entwickelt und hat heute ca. 2.500 Einwohner. Außer, dass der Ort für einige Fernsehserien als Kulisse diente, ist hier nichts Spannendes. Heute ist der Himmel etwas wolkenverhangen. Da unser heutiges Ziel überdacht ist, stört es uns nicht so sehr. Während der 26 Kilometer langen Anfahrt bewegen wir uns auf kleinen Nebenstraßen. Gütenbach liegt im mittleren Schwarzwald, etwa 7 Kilometer westlich von der Stadt Furtwangen und hat ca. 1100 Einwohner. Wir haben unser heutiges Tagesziel erreicht. Geduldig warten wir auf die Öffnung der Ausstellung und sind gespannt, was uns erwartet. Hier bin ich genau richtig. Für die LKW-Verladung habe ich mich schon immer begeistert. Die wenigsten Modellbahner haben allerdings den Platz, das Verladekar-System so zu integrieren.
Nicht nur das K-System, auch die einzelnen Szenen aus dem Alltag sind vorbildlich gestaltet. Mit noch ein paar bewegten Impressionen beenden wir den Ausstellungsbesuch. Für den Rückweg nehmen wir eine andere Route, deren Straßen aber nicht größer sind. Der Gipfel des Kandel selbst ist mit 1241 Metern die höchste Erhebung im mittleren Schwarzwald und der Hausberg der Stadt Waldkirch. Den Spaziergang zum Gipfel lassen wir aufgrund der Witterung ausfallen. Über verschlungene Straßen fahren wir zum Wohnwagen und lassen den Tag ausklingen. Sie haben das Ziel erreicht. Auch heute ist uns das Wetter egal, da wir uns wieder modellbahnmäßig orientieren. Die riesigen Wendel links und rechts der Eingangstüre sind schon imposant. Die gemalten Landschaftsszenen an den Wänden wirken durch die spezielle Maltechnik dreidimensional zum Greifen nahe. Auf 400 Quadratmetern Anlage fahren Zuggarnituren aktueller und historischer Baureihen auf 1300 Meter Gleis durch eine wundervoll gestaltete Schwarzwaldlandschaft.
Die Modellzüge überwinden hierbei 1,80 Meter Höhenunterschied und passieren unter anderem die original nachgebildeten Bahnhofsanlagen der Schwarzwaldbahnstädte Hausach, Homberg und Triberg. Auf der Anlage fahren ständig zwischen 40 und 50 Züge. Durch die geschickte Raumaufteilung sieht man die Bahn zunächst in Augenhöhe, im weiteren Verlauf dann von oben. Im oberen Teil der Anlage hat man Einblick in den offen angelegten Schattenbahnhof. Für alle, die nicht mitgezählt haben, auf der Anlage sind über 50.000 Tannenbäume sowie 12.000 Obst- und Laubbäume.
Genug Modellbahn für heute. Zurück zur Südkurve. Noch ein paar letzte Eindrücke vom Campingplatz. Es geht ja gleich weiter. Die Route von knapp 260 Kilometer führt uns durch den Schwarzwald und an den Ausläufern der Schwäbischen Alb vorbei bis kurz hinter Göppingen. Am Nachmittag, so gegen 15.30 Uhr, erreichen wir unser Ziel, den Schurrenhof. Der Campingplatz liegt auf einer Hochebene, 555 Meter hoch, umgeben von zwei Seiten mit Wald. Laut AXI hat der Platz 245 Stellplätze, wovon 120 Dauercamper sind. Wir sind heute wieder modellbahnlastig aktiv und fahren zu den Märklin-Tagen. Es ist beeindruckend, was Märklin hier auf die Beine stellt. Hier oben im Stauferpark finden sich Vereinsanlagen, Modellbahnzubehörhersteller und mehr. Die Deutsche Bahn spielt auch mit und sperrt einige Gleise im Bahnhof. Es können so einige Museumslokomotiven besichtigt werden. Was wären die Märklin-Tage ohne Dampfloks? Einige stehen zur Besichtigung am Bahnhof, mit anderen werden Führerstandsmitfahrten angeboten.
Als Kontrastprogramm fährt ein ICE im Plandienst vorbei. Es besteht die Möglichkeit, mit einem Dampfzug mitzufahren. Das ist kein Problem, du musst halt nicht, du willst keiner haben, weil die Anlage dann irgendwann umbrauchen darf. Über diesen Überzug aus schwierigen, öligen Schwachsinn. Der Wechsel zwischen den einzelnen Standorten ist durch eine Busverbindung sichergestellt. Museum, aber es hat sich schon erledigt. Diesmal sind auf dem Gelände der Firma Weiß die großen Brüder unseres Gs zu Gast.
Vorsicht bitte, aus dem Gleis bitte gehen. Aus dem Gleis bitte gehen. Hallo. Zug kommt. Vom Bahnhof bis zur Firma Weiß besteht die Möglichkeit einer Schienenbusmitfahrt. In den Hallen der Firma Weiß sind neben einigen Lokomotiven auch bahnbetriebstechnische Fahrzeuge, wie hier der Turmtriebwagen für die Oberleitungsreparatur, ausgestellt. Zurück im Stauferpark wollen wir uns noch ein paar Modellbahnanlagen anschauen.
Berlin, da war ich stolz. Warum wegen der 39? Genug Modellbahn. Zurück zum Campingplatz. Anspannen und ab nach Hause. Die Modellbahntage sowie der Urlaub sind zu Ende. Wir sind um kurz vor 7 am Schorenhof los und brauchen für die knapp 340 Kilometer rund 5 Stunden bis Laubach.